Mutter der Bastelzeit und heute gehen wir mal wieder in die Luft, zumindest mal so ein bisschen funkmäßig und zwar mit den Teilen hier. Ja, ich denke, ihr kennt sie. Das ist so eine Funk-Zwischensteckdose. Die gehört offensichtlich nicht mir, die gehört zu einer Weihnachtsbeleuchtung hier in der Nähe. Und normalerweise ist die Sache relativ einfach. Wir haben das Ding, wir haben eine Fernbedienung, wir drücken eine Taste und das Ding geht an. Soweit die Theorie. Die Sache ist, ich habe das Ding jetzt hier auf dem Tisch liegen, das heißt offensichtlich klappt es in der Praxis nicht ganz so dolle. Problem, was mir gemeldet wurde, ist, sie funktionieren einwandfrei, aber gehen irgendwann aus. Okay. Dafür kann es jetzt zwei Gründe geben. Nummer eins, wir haben ein Problem irgendwie mit der Elektronik hier drin. Oder Nummer zwei, irgendwer cybert. Denn mal auf die Rückseite gucken, dann sehen wir hier 433,92 MHz. Ja, das ist eine relativ freie Sache, relativ freier Frequenzbereich. Und hier diese Funkdosen, die haben so mehr oder weniger nach dem Motto damals funktioniert. Ja, wird schon sich keiner dran versuchen. Das heißt also, ja, wer Sicherheit sucht, ist hier eher falsch. Tja, also gucken wir mal. Das Ding hier besteht aus, wenn wir hier drauf gucken, 1, 2, 3 und ein G für General oder keine Ahnung, sind jedenfalls alle. Also es gibt drei von diesen Dosen und ich glaube, zwei von denen machen das Problem. Bonus, ja, ich habe schon eine zerlegt bekommen. Das heißt, wir können direkt mal ins Innere gucken. Ja, sieht schon mal interessant aus, ne? Also, gucken wir mal, was wir haben. Wir haben hier einmal unseren Stecker, der reingeht. Wir sehen, auf einer Seite kommen zwei Kabel, auf der anderen nur eins. Das heißt, das hier ist durchgehend. Das hier ist getrennt in unten, also Stecker und Buchse. Und dann haben wir hier in der Mitte noch die Erde. Das heißt also, wenn die Erde mal stört, kann man die hier einfach schön rausziehen. Nein, please do not. Schlechte Idee. Das Ganze geht hier oben auf ein Board. Und auch da relativ viel bekanntes Zeug. Wir haben hier ein Relais, was entsprechend zum Schalten ist. Wir sehen hier eine große gelbe Kiste. Das dürfte ein Kondensator sein. Und das hier sieht nach Antenne aus, ne? Okay, soweit so gut. Ansonsten viele andere Sachen, gucken wir gleich. Ich habe es auch schon mal losgeschraubt. Das heißt, wir können jetzt auch auf die Unterseite gucken und die sieht hier so aus. Und ich möchte noch mal festhalten, das kommt so vom Hersteller. Das heißt, ja, hier steht drauf REV Ritter GmbH, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, die Dinger, die sind definitiv nicht aus deutscher Produktion. Naja, ich möchte es nur noch mal erwähnen, weil die Lötqualität, das ist schon so eher auf dem Niveau von ich habe keine Lust und möchte schnell fertig werden. Es sieht also schon teilweise ziemlich speziell aus. Naja, wir haben auf jeden Fall hier drei ICs, drei 8-Pinner. Einer dürfte wohl für Funk da sein, die anderen müssen wir mal gucken, wofür die sind. Und was wir aber vermissen auf beiden Seiten, ist eine Spule. Das heißt, wir können sehr stark davon ausgehen, wir haben hier ein Kondensatornetzteil. Gut, ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben einen Gleichrichter, Full Bridge Rectifier, einen großen Kondensator hier. Was haben wir hier? 220 Mikrofarad bei 35 Volt. Relais ist ein, was hat der? 24 Volt Spulenspannung, okay. So, also irgendwie 24 Volt, die wir hier erwarten. Haben noch einen Transistor, der dürfte wohl genutzt werden, um das Relais an- auszuschalten. Ein paar kleine Kondensatoren hier, die 16 Volt bei 100 Mikrofarad sind. 16 Volt klingt auf jeden Fall so, als ob wir hier noch eine zweite Spannung haben. Ist das eventuell gar kein Transistor? Doch. Scheint ein Transistor zu sein. Ich hatte nur gerade noch mal geguckt, nicht, dass es irgendwie doch in Richtung von einem Spannungsregler geht. Ansonsten Quarz, 6,7458 MHz, LED. Und das hier, was hier hoch steht, ich war erst ein bisschen überrascht, was das soll, aber das scheint eine Thermosicherung zu sein, 86 Grad Celsius. Ich kann mir noch vorstellen, was in der Nähe vom Relais ist, dass es dafür ist. Relais im Übrigen hat hier eine Schaltleistung von 12 Ampere bei 250 Volt.
Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil 16 Ampere Steckdosenhammer, aber immerhin haben sie drauf gedruckt, 10 Ampere Max steht auf dem Typenschild, 2300 Watt. Es steht zumindest drauf und na, sind wir mal realistisch, die wenigsten Leute werden da Dinge anschließen, die mehr als 2 kW haben. Wird in der Praxis also wahrscheinlich gut gehen. Ja, Oberseite soweit klar, dann gucken wir uns die Unterseite noch an. Und hier haben wir dann die andere Seite und gehen wir mal durch, wo unser Netz reinkommt. Der erste, die L, kommt hier rein. Von da aus gibt es dann unseren Widerstand, diesen Fusible Resistor, den wir gesehen haben, hier hin. Das geht hier hin. Hier haben wir unseren Kondensator, den wir gerade so ein bisschen Verdacht haben. Von dem Kondensator aus geht es hier hin. Der ganze Bereich hier, das ist unser Brückengleichrichter, der Full Bridge Rectifier. Und die andere Seite vom Full Bridge Rectifier geht hier hin. Hier sitzt nochmal eine Temperatursicherung. Und von der Temperatursicherung geht es dann hier so ein bisschen zickzack, wieso auch immer, nach draußen auf den anderen Pol. Das dürfte dann der N sein. Ja, speaking of, das hier dürfte dann auch der Schalter sein, der genutzt wird fürs Relais. Das ist dann hier unser Relais. Hier geht es ab für die andere Seite. Und interessanterweise geht es auch nochmal hier oben hin. Also ich schätze mal, dass das hier der Common ist und das hier sind dann die beiden Pole, wo es hin und her geschaltet wird oder sowas. Ach, never mind. Hier ist ja gar keine Lötstelle. Das heißt, hier hinten hin geht unser Schalter. Das hier ist unser Relaisschalter. Der sitzt hier. Und von da aus geht es dann nach draußen. So geht das also. Okay, was haben wir hier sonst noch? Gucken wir mal. Wir wissen jetzt ja schon, wir haben hier unseren Brückengleichrichter. Von da aus geht es hier hinten irgendwie auf ein paar von denen hier. Da steht was von Z. Das dürften also Z-Dioden sein. Können wir auch noch ein bisschen näher hier gucken. Dann können wir auch diese wunderschöne Lötqualität uns anschauen. Auch hier, es ist alles, es hätte weniger Lötsinn sein können. Und es sieht halt so ein bisschen nach kalter Lötstelle aus. Ich hoffe einfach mal, dass das schon passt. Wir sehen aber auf jeden Fall, wir kommen hier raus aus unserem Brückengleichrichter. Das heißt, hier an der Stelle haben wir DC, haben nochmal hier hinten einen Kondensator sitzen, der schon mal so ein bisschen vorfiltern kann. Und von da aus geht es dann hier, wie gesagt, auf diese Z-Dioden mit Widerstand dahinter, wenn ich das richtig sehe. Interessanterweise zwei Z-Dioden mit unterschiedlichen Widerständen, was auch immer das für einen Sinn macht. Denn am Ende sind sie anscheinend ja miteinander hier oben alle verbunden. Aber irgendeiner hat sich da sicher was dabei gedacht. Und wenn ich mir das so richtig angucke, scheint man hier einen virtuellen Ground sich irgendwie zu bauen. Naja, es hat bestimmt irgendwelche Hintergründe. Jedenfalls, wir können davon ausgehen, hier mit den Z-Dioden wird die Spannung geregelt, sodass die da auf einem sinnvollen Level ist. Denn hier so ein Kondensatornetzteil mit Brückengleichrichter. Die Spannung ändert sich je nachdem, wie viel man zieht. Und naja, wir ziehen halt entweder relativ wenig, weil nur die Elektronik läuft, oder relativ viel, weil die Elektronik läuft, aber gleichzeitig hier hinten unsere Spule, die ist zwischen dem Pin hier, die Spule im Relais angezogen ist und die braucht halt schon ein bisschen was an Saft. Und deswegen hier diese Regelung mit Z-Dioden, um die Spannung halbwegs stabil zu halten. Gut, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben hier drei Chips, wie wir sehen können. Wenn wir gerade hier oben mal gucken, an dieser Stelle hier, da ist die Antenne, die da reinkommt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier ist ganz alles unser Antennenabgleich. Wir sehen hier jede Menge Kondensatoren. Der Haupttrace scheint aber irgendwie hier in diesen Chip hier reinzugehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier, das ist unser Funkchip. Das heißt, der kümmert sich um den eigentlichen Funkempfang. Ja, wirklich was zu sehen ist nicht, wenn wir uns den Chip genauer angucken. Da steht halt zwar was drauf, aber es ist einfach nur mich jetzt ein W. Es hilft uns halt nur so mäßig weiter. Von da aus geht es dann hier hinten auf zwei Stück. Der hier hat gar keine Beschriftung. Der daneben hat eine Beschriftung. Ja, hier haben wir sie. Und zwar der daneben, das ist ein HDC02. DITG-H05 1402 könnte eventuell 2014 heißen. Das heißt, das Gerät wäre dann jetzt etwa 9 Jahre alt.
Zu hier, dem habe ich mal geguckt. Ich habe kein Datenblatt gefunden, aber wir brauchen wahrscheinlich auch keins, wenn wir hier gucken. Die ganzen Beinchen sind ja miteinander verbunden. Und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es sich hier bei dem um ein MOSFET handelt. Das heißt also irgendetwas, was Strom hin und her schaltet. Und welchen Strom können wir auch schon relativ gut sehen, denn hier hinten geht es direkt weiter auf den hier, auf diesen Transistor. Und der wiederum hängt hier an der Spule. Das heißt, sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass der hier und der hier dafür verantwortlich sind, unsere Spule, die sich hier im Relais befindet, da entsprechend an- und auszuschalten. Was wir jetzt hier nicht sehen, hier wird wahrscheinlich irgendwo auch noch eine Diode drüber sein. Lasst mal gerade gucken, wahrscheinlich hier könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwo was ist. Ich habe jetzt gerade kein Bild von der anderen Seite da, aber ist wahrscheinlich. Und wenn wir gucken, das hier wird dann wahrscheinlich das Gate sein oder sowas. Und das geht hier direkt auf den hier. Das heißt, das hier wird unser Mikrocontroller sein, der die eigentliche Logik da drin hat. Und ja, viel mehr ist da jetzt nicht. Der Rest, der hier drauf noch war, das war alles so Support-Komponenten. Das heißt, irgendwo ist hier der Quarz, der wahrscheinlich hier den dann befeuert. Das heißt, hier wird irgendwo dieses Ding sitzen. Wir haben hier dieses Ding, was irgendwie Spannungsregelung macht. Wir sehen ja, der hängt hier dran. Der hängt hier an diesem Zwischending, was über die Z-Diode gebaut wird und gibt dann hier hinten irgendwas aus, was wahrscheinlich eine Spannung ist aufgrund von hier dem Kondensator, der hier hängt. Der versorgt dann hier unten die beiden Geräte irgendwie mit Strom. Also es ist alles am Ende irgendwie miteinander verbunden, aber die Grundsache ist relativ einfach. Wir bekommen hier in dieser ganzen Ecke Strom rein und bereiten den entsprechend auf. Dann haben wir hier diese obere Ecke, die dafür zuständig ist, das eigentliche Funksignal zu empfangen. Dieses Funksignal wird dann weitergegeben an diesen hier, den Mikrocontroller. Und der Mikrocontroller schaltet dann hier über diesen Bereich das Relais ein und aus und sorgt so dafür dann, dass unsere Last, die wir hinten dran haben, per Funk ein- und ausgeschaltet werden kann. So, nachdem wir jetzt grob wissen, was uns hier erwartet, gibt es zwei Sachen, die ich testen möchte. Das erste ist, ich halte meinen Multimeter hier an den, diesen 0,33 Mikrofarad, einfach mal, um zu gucken, ob der noch seine Kapazität hat, die wir da auch dauerhaft haben wollen. Wenn der nämlich zu tief wird, dass er irgendwo durch kaputt gegangen ist, ist ja nichts zwei, dann könnte das durchaus erklären, warum der nach einer gewissen Zeit ausgeht. Denn ja, wenn das Relais nicht angezogen ist, geht hier der Strom durch, versorgt die Schaltung, wird hier gespeichert und die 10er-Diode, die wir haben, verbrät den Rest. Wenn wir das Relais einschalten, dann brauchen wir diesen Strom, ja. Das heißt, es wird weniger in Hitze umgewandelt, der es überflüssig ist. Es kommt aber auch nicht genügend Energie danach, wenn der hier wirklich gealtert ist. Das heißt also, das Relais wird nur angezogen, weil die Kondensatoren noch genügend Leistung haben. Und wenn die irgendwann leer sind, dann fällt das Relais ab und das würde das erklären. Um zu prüfen, ob die Theorie auch stimmt, werde ich dann mal hier gucken, welcher von den beiden kleinen Kondensatoren hier die 24-Volt-Schiene versorgt, wo das Relais dranhängt. Da mal irgendwie Messkabel dran machen. Wichtig natürlich, aufpassen, das Ding hier ist galvanisch nicht getrennt. Das heißt also, wenn man diese Messkabel anfassen würde, das ist also, ob man in die Steckdose packt. Also immer vorsichtig sein. Ich werde es hier direkt mit meinem Messgerät verbinden. Das ist entsprechend dafür ausgelegt und da besteht keine Gefahr dann, zumindest solange man nicht dran packt. Und ja, wenn ich das gemacht habe, einschalten, dann kann ich ja sehen, ob die Spannung langsam sinkt oder ob er sie halten kann. Und ja, was die andere Möglichkeit wäre, wäre halt ein Problem mit der Ansteuerung selber. Ausschließen möchte ich es nicht, aber ich halte es auch für eher unwahrscheinlich. Das wäre normalerweise dann nicht so konsistent. Das heißt, ich könnte auch mal hier gucken. Hier haben wir den Transistor, der das Relais ein- und ausschaltet. Einfach mal hier irgendwie dran gehen und gucken, ob der Pin von diesem IC hier dann tatsächlich irgendwie oben bleibt oder ob er ausschaltet. Das ist also elektrisch gar kein Problem gibt, sondern einfach nur von der Ansteuerung. Nun gut, das sind die Pläne. Das heißt, ich suche mir mal ein bisschen was hier, was ich dran machen kann und dann gucken wir gleich weiter. Ist also auf jeden Fall etwas, was sehr in die Richtung aussieht. Ich denke, ich werde noch gerade hingehen und die beiden anderen auch mal aufschrauben.
denn den Kondensator zu messen, das scheint auch in der Schaltung zu gehen. Da war das Ergebnis ungefähr ähnlich. Dann messe ich einfach mal die zur Referenz, ob es da genauso tief ist oder ob da einige davon noch höher sind. Denn ich glaube, die Aussage war ja, einer macht es ständig und die anderen einer noch ab und zu und einer funktioniert. Und ich nehme mal schnell auseinander. Naja, ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen. Sie haben dreieckige Bits da drin. Och, Leute. Muss sowas sein. Als ob Sicherheitsbits jemals einen davon abgehalten hätten, irgendwie die Dinger zu zerlegen. Das ist doch einfach nur nervig, dann das richtige Bit zu finden. Ne? Aber wir haben ja alles. Ja, das Bit passt. Gut. Ich glaube, da war jemand mal ein bisschen zu ungestüm mit der Kindersicherung. Ah, well. Interessant, wie unterschiedlich die Farben sind von den Boards. Das hier ist deutlich anders als das. Das ist eine andere Revision? Nö, sichtbar ist nichts. Aber ich würde fast sagen, dass das unterschiedliche Herstelldaten oder sowas sind oder unterschiedliche Fabrikate. Ich meine, die verbauten Bauteile sind soweit gleich, aber das Rechte sieht definitiv anders aus. Gut, dann holen wir mal wieder unser ja, eigentlich nicht ganz dafür geeignetes Messgerät. Gucken damit drauf. Aber wenn wir halt dasselbe Gerät holen für alle Messungen, dann gehen Fehler ja quasi weg. Und wir haben zumindest mal einen Vergleich zwischen den Geräten. Holen wir nochmal den hier, den ich ja schon mal gemessen hatte. Gucken, was der rausrückt. Und der meint 190 Nanofarad aktuell. Ja, Temperaturunterschiede und so. Ein bisschen Unterschied ist ja immer. Dann holen wir mal, das ist der, der ähnlich aussieht. Ich würde fast schätzen, der dann auch der zweite ist, der ähnliche Probleme macht. Und was hat der? Hat mehr. 251. Aber auch noch ein gutes Stück weg von den 330, die wir haben wollen. Der hier hat 214. Okay. Also wir können uns, denke ich, darauf einigen, dass zumindest mal einer davon nicht so ganz in Ordnung ist. Also der ist der schlechteste, der offenbar. Der hier, der ein bisschen anders aussieht, ist Mittelfeld und das hier ist der beste von denen. Aber halt auch nicht die 330, die eigentlich da sein sollten. Nur gut, wir wissen auf jeden Fall schon mal, welcher der ist, der nicht so berauschend aussieht. Das heißt, ich werde mit dem einfach mal testen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das Problem auftritt. Also mache ich mal meine Kabel dran und gucken mal da. Wobei, Kabel dran ist gar nicht so einfach. Ich sollte vielleicht erst mal gucken, welcher von den Kondensatoren das ist. Ne? Wir haben gesagt, ich hätte gerne den, der am dem Relais hängt. Relais ist da. Und der geht hier. Ja, ich habe die dumpfe Befürchtung hier oben, der gehört dazu. Na, der, dann ist es der große hier tatsächlich. Ja, der könnte, der ist... Der große Kondensator hängt direkt an der Versorgung für die Spule hier. Das kommt dann ja auch hin. Gut. Okay, großer Kondensator. Hier ist Kabel dran. Messen. Okay, ich habe jetzt hier meine beiden Drähtchen dran. Die gehen an diese 24 Volt Spannung, die das Relais versorgt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal über und testen den Kram. Ich nutze mal hier so einen Zwischenstecker hier drin, einfach weil der hat eine LED, da sehe ich, ob hier am Ende Strom rauskommt oder nicht. Einfach weil hier ist zwar eine LED, die zeigt, ob das Ganze an- oder ausgeschaltet ist, aber ich schätze, die wird auf der Elektronikseite sitzen. Das heißt also, wenn nur die 24 Volt wegbrechen, oder waren es 24? Ich glaube ja, dann kann es sein, dass das Relais ausgeht, aber die hier weiter anbleiben. Das möchte ich gerne da noch mitkriegen. Aber ich sage ja schon, ich hätte gerne die 24 Volt. Das heißt, ich gehe mit meinen Messstrippen einmal hier dran. So und so.
dann müsste ich in der Lage sein zu sehen, ob da meine Spannung da ist oder nicht. Aktuell haben wir in etwa 0 Volt, das kommt hin. Und ich würde sagen, wir stecken den einfach mal in die Steckdose. Nein, die ist noch nicht eingesteckt hier, die Steckerleiste. Das heißt also noch keine Gefahr. Und ich drehe gerade den Stecker, dann sieht man mit der... ich wollte sagen, dann sieht man in der Kamera besser, was ich wo einstecke. So, eingesteckt ist, keine Lampe hier, keine Lampe hier. Und jetzt heißt es erstmal Finger weg, denn auf den Dingern könnte 230 Volt gegen Erde gleich rauskommen. Nochmal gegenchecken, nichts dran. Fernbedienung sollten uns eventuell auch noch zurechtlegen. Dann würde ich sagen, machen wir den Strom mal an und gucken, was passiert. Hoffentlich nichts mit irgendwelchen Explosionen oder ähnliches. Und, okay, es blinkt. Und ich sehe, er sagt jetzt hier 25 Volt auf meinem OC, aber das kommt ja Pi mal Daumen hin. Und jetzt spielen wir mal den Bösen und ich hole jetzt die Fernbedienung und schalte das Ding an. Mal gucken, was passiert. Oh ja. Wow. Ich glaube, die Frage hat sich damit so ein bisschen erledigt. Ich denke, wir sehen, wo das Problem liegt. Es ist jetzt eingeschaltet. Man hat das Relais auch klacken gehört. Wenn ich hier drücke, haben wir jetzt auch Ausgangsspannung. Eventuell, wirklich sehen tut man es nicht, aber es blinkt rot. Das heißt also, hier kommen 230 Volt auch am Ausgang. Aber wenn wir mal rüber gucken aufs OC, die Ausgangsspannung, die ist auf so 5 Volt gefallen. Statt 24, die da eigentlich rauskommen sollten. Ich habe so eine Idee, wieso das Relais da Probleme hat, online zu bleiben. Ich glaube, wir haben da ein Problem mit der 24-Volt-Versorgung. So, ich lasse das jetzt mal einen Moment laufen. Mal gucken, ob das wirklich zu dem Problem kommt, was wir gehört haben. Was mich im Moment ein bisschen irritiert, ich höre ein sehr, sehr lautes Spulenfiepen. Aber ich glaube, das kommt hier von meinem... Stecker am Ausgang. Ah gut, lassen wir uns mal einen Moment laufen, gucken, was passiert. Ich meine, habt ihr das gehört? Ich habe jetzt mal drauf getippt aufs Relais und Lampe ist aus. Unsere Lampe hier ist noch an, aber wir haben keine Spannung mehr am Ausgang. Das ist also genau der Fehler. Und wenn ich jetzt hingehe und schalte das Ding hier aus, dann holen wir nochmal gerade das Oszilloskop hier rein, dass wir das auch sehen. Ich hoffe, das geht hier so. So, Achtung, Lampe aus. Zack. LED ist ausgegangen, hat nichts geklackt, aber unsere Spannung ist stark gestiegen. Und wenn ich jetzt wieder einschalte, bricht es wieder ein. Und sobald wir ein bisschen Vibration haben, fällt das Relais ab. Und das war's. Ja, ich glaube, das Problem ist jetzt relativ eindeutig. Okay, wir haben also eine relativ gute Vermutung, nämlich, dass dieser Kondensator eventuell die Ursache ist. Einfach weil die Kapazität nicht zu stimmen scheint und weil wir ja auch gesehen haben, dass die Spannung sinkt, was halt eine Folge von Kapazitätsverlust sein kann. Heißt also, probieren wir doch einfach mal, ob es das wirklich ist. Und was gibt's Besseres zum Probieren, als einmal in die Kiste zu greifen und... Hey, wir haben da noch passende Dinger. Das müsste eigentlich ein Kondensator sein, der sich als Ersatz hier eignet. Gucken wir mal, der Original, das ist ein X2, 0,33 UF und Spannung 250 Volt, 275 Volt, je nachdem, welchen Standard man anlegt. Das, was ich hier habe, ist ein MKP X2. 334, steht es irgendwo auch nochmal ausgeschrieben? Nein. Aber 334 entspricht diesem 0,33 und die Spannung hier hinten 310 Volt AC beziehungsweise 310, 350, 380 ist ein bisschen höher, heißt dann aber auch, dass der im Zweifelsfall ein bisschen mehr aushält. Also holen wir mal den Kondensator da wieder raus und bauen den anderen einfach mal ein. Okay, das muss reichen und dann ein neuer Kondensator. Ist zum Glück, wenn wir hier gucken, in etwa dieselbe Pinbreite. Das macht das Ganze dann noch einfacher. Quasi fast 1 zu 1 tauscht.
gesagt, auf dem Papier ist der, den ich neu reinmache, ein bisschen haltbarer. Okay. Sieht erstmal gut aus. Was meint er? Gehen wir direkt mal hin und testen. Na, ich glaube, wir testen, bevor wir jetzt hier irgendwie anfangen, noch Dinge abzuschneiden und so. Wo ist das Rozi und Co.? Also, machen wir mal Saft drauf und gucken, ob es explodiert oder funktioniert. Theoretisch sollte nichts passieren, also nichts als Original, weil Elko ist ja der, oder Kondensator ist derselbe, ist kein Elko. Strom an. Okay. Sieht erstmal gut aus, es blinkt ein bisschen. Jetzt hat er aufgehört zu blinken. Und was sagt unsere Messung? Unsere Messung sagt, das sind etwa 28, 29 Volt. Okay, das klingt erstmal richtig. Die Frage ist, wie sieht's aus, wenn wir jetzt einschalten? Also holen wir mal unsere Fernbedienung, drücken auf den magischen Knopf und es geht zwar runter, aber die Spannung ist jetzt bei 15 Volt. 15 Volt sind zwar immer noch keine 24 Volt, aber es ist schon mal deutlich näher als das, was wir eben gesehen haben. Und 15 Volt müsste eigentlich auch die Haltespannung dann noch halbwegs passen. Ich könnte das jetzt auch mal gegentesten. Wir hatten eben ja dieses Problem, dass wir im Prinzip das Relais abgefallen ist, also die Lampe ausgegangen ist, wenn wir dagegen gedrückt geschlagen haben. Und das können wir jetzt mal testen. Ich kann hier schlagen und es passiert nichts. Bleibt alles an. Das sieht gut aus. Das Problem scheint also weg zu sein. Ich baue das dann mal fertig zusammen, dann testen wir das nochmal und überlegen uns auch noch was, was wir dann auch noch tun können, um zu vermeiden, dass das nochmal auftritt. Okay, dann testen wir nochmal. Ich habe hier wieder so einen Zigbee-Stecker drin, einfach weil hier es dann rot leuchtet, wenn eingeschaltet ist. Also, nehmen wir unsere Fernbedienung, drücken auf On und an geht er. Hier sieht man es eventuell rot blinken, das ist schon mal gut. Und wenn wir jetzt hier auch antippen, dann sehen wir, es blinkt immer noch weiter, also wir haben nicht mehr das Problem, dass das Relais durch Vibration abfallen kann. Wunderschön. Ausschalten. Überraschung. Ist aus. Also prinzipiell könnten wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir sind fertig. Wir haben das Ding repariert und es läuft wieder. Aber eventuell, wenn wir Dinge reparieren, wollen wir auch verstehen, wieso sind sie kaputt gegangen und gibt es Möglichkeiten, was wir da tun können, um das zu verhindern. Naja, ja und ja. Das erste ist, wieso ist es kaputt gegangen? Naja, offensichtlich, weil der Kondensator hier kaputt gegangen ist. Und warum ist der kaputt gegangen? Naja, es kann verschiedene Sachen natürlich geben, warum so ein Kondensator den Geist aufgibt. Das eine ist natürlich Alter. Die Dinger sind, wie gesagt, schon ein paar Jährchen älter. Allerdings, hier solche Kondensatoren sagt man eigentlich nach, dass die eher nicht von selber kaputt gehen. Das andere ist, weswegen die kaputt gehen können, Überlastung. Das heißt also meistens eine zu hohe Spannung. Wo kann die herkommen? Ja, von zwei Sachen. Zum einen ESD. Das heißt also, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie mit Socken oder so über den Teppich geht und mit den Füßen reibt, dann irgendwas aus Metall anfasst, dann kriegt man schon mal ein Gewicht. Naja, dieses Gewicht bekommen betrifft natürlich nicht nur euch, sondern auch wenn ihr irgendwie ein Elektrogerät anpackt, kann das ins Elektrogerät reingehen. Das heißt, wenn man hier hingeht und packt das hier irgendwie in der Kiste an, ist selber geladen, kann es sein, dass von einem selbst so ein Strom hier durch das Gerät fliegt. Das ist nicht viel Energie, aber es ist eine relativ hohe Spannung und die kann halt Dinge kaputt machen. Ist allerdings auch ein Event, was jetzt eher selten vorkommt, denn naja, wie oft holt ihr hier diese Dinger raus? In jedem Fall sind sie, glaube ich, für die Weihnachtsbeleuchtung gewesen, das heißt ja einmal im Jahr. Klingt jetzt nur mäßig relevant. Das andere ist aber Überspannungen, die vom Stromnetz kommen. Theoretisch, wenn wir uns diese ganzen Normen angucken, dann ist natürlich eine zuverlässige Elektroinstallation mit Blitzschutz und Grobschutz und Mittelschutz und Feinschutz und da kann überhaupt nichts passieren.
Das ist aber halt die Norm. Die Praxis sieht deutlich anders aus. Gerade bei älteren Elektroinstallationen hat man meistens so ziemlich gar keinen Überspannungsschutz und dafür aber sehr viele Dinge, die Überspannungen auslösen können. Zum Beispiel ja, sowas hier, die guten alten Leuchtstoffröhren. Wenn die zum Beispiel da so flackern, naja, das ist die ganze Zeit eine Spule, die geladen und entladen wird und die macht ihren Spannungsimpuls nicht nur zur Lampe, sondern halt auch so ein bisschen zurück ins Netz. Und wenn dann ein paar Steckdosen weiter hier so ein Ding ist, naja, die Spannungsimpulse kommen auch beim Kondensator an und der freut sich da ganz dolle. Ja, gut. Ich gehe sehr stark davon aus, dass letzteres hier die Ursache war, warum das Ding da, ja, vorzeitig will ich nicht sagen, aber dann letztendlich doch kaputt gegangen ist. Es gibt allerdings durchaus etwas, wie man das, ja, vielleicht nicht verhindern kann, aber zumindest mal ein bisschen abschwächen kann, dieses Problem. Denn, man muss hier nochmal angucken, die Platine, dann haben wir ja einen relativ direkten Pfad. Machen wir es mal vereinfacht gesagt. Wir kommen rein über das schwarze Kabel. Das schwarze Kabel kommt hier hin, geht dann hier hin, und zwar über diesen Widerstand. Ja, nutzt man in dem Fall, um zum Beispiel Strom ein bisschen zu limitieren beim Einstecken, wenn der hier sich erstmal laden muss. Und zum anderen natürlich auch als Sicherung, wenn was schief geht, dass der dann durchbrennt. Und von da aus sind wir direkt bei unserem Kondensator hier. Und ja, der geht dann schon relativ direkt wieder hier hinten rüber. Hier ist ein Gleichrichter und vom Gleichrichter im Prinzip dann direkt hier hinten rüber raus. Was wir hier eventuell vermissen, ist irgendwas in Richtung, ja, was denn, wenn dann doch mal was mehr Strom rauskommt. Und ja, das gibt's hier tatsächlich nicht. Und es wäre einfach gewesen, da ein bisschen was zu machen, denn sowas hier, das kann helfen. Das ist ein sogenannter MOV oder auch Varistor. MOV steht dabei für Metalloxid-Varistor. Die neuen sind meistens, ich glaube, Zinnoxid war's. Und das sind Geräte, die nichts tun im Optimalfall. Das heißt also, wenn ich den irgendwo hinmache, hier zum Beispiel über den Kondensator, dann passiert erstmal gar nichts, weil das Ding ist, als ob es nicht da wäre. Aber die Dinger hier haben eine Spannung als Rating. Wenn diese Spannung überschritten wird, dann werden diese leitfähig und versuchen, die Spannung dann abzuleiten. Wenn man das geschickt wählt, kann man hier natürlich eine Spannung wählen, die irgendwie über dem ist, was man normalerweise sieht. Also in unserem Stromnetz haben wir als Spitzenspannung, ich glaube, 250, 260 Volt um den Dreh. Wenn wir also irgendwas holen, was 260, 270 Volt dauerhaft aushält, dann haben wir im Normalbetrieb kein Problem. Wenn aber die Spannung drüber geht, dann fängt der hier an abzuleiten. Heißt, ableiten heißt in dem Fall jetzt erstmal, naja, er leitet halt irgendwie über sich selber ab und verwandelt alles in Hitze, was normalerweise dazu führt, dass die Dinger relativ spektakulär hochgehen würden. Aber diese Spannungsimpulse, von denen wir hier reden, diese Mini-Überspannungen, naja, die sind nur ganz kurz. Das sind meistens ein paar Mikrosekunden, wenn überhaupt. Das ist dann am Ende nicht so viel Energie, dass wirklich ein riesiger Schaden entsteht. Und ist besser, halt diesen Schaden im Zweifelsfall hier dran zu haben, als in unserem Kondensator. Das heißt, wir müssten jetzt hingehen und müssten hier unseren Varistor einmal einbauen in die Schaltung. Dabei sollten wir möglichst direkt über die Netzspannung gehen, weil die wollen wir ja ableiten. Allerdings möchten wir eventuell diesen Sicherungswiderstand dann doch noch irgendwie mit drin haben, wenn hier der wirklich mal komplett explodiert, durchschießt und dabei zufällig einen Kurzschluss macht. Naja, dann möchten wir eventuell eine Sicherung haben, die dann aufgeht und das Gerät vom Netz trennt. Das heißt, im Prinzip müssten wir von diesem Pol hier den Varistor einbauen. Jetzt nicht wirklich viel Platz leider hier drin, aber wir können es einfach zum Spaß mal machen. Einfach um zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Das heißt, wir gehen hier an dieses Beinchen vom Transistor dran. Wieso immer Transistor? Kondensator. Einfach weil das hinter der links ist und gehen hier vorne an den anderen Pol dran. Das wird jetzt spaßig, weil das so eine riesen Kupferfläche ist. Aber Lötkolben macht zum Glück noch mit. So, mal gucken. Kriegen wir den da vorne raus? Ja, bestimmt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und so kann das dann aussehen. Hier ist das Ding drin.
Prinzip dürfte das jetzt genauso funktionieren wie vorher. Nur mit dem kleinen Unterschied, wenn dann doch mal so eine Mini-Überspannung reinkommt, dann wird die über den hier abgeleitet und landet nicht in unserem Kondensator, der halt dafür nicht ausgelegt ist. Hier die Dinger, die können meistens über 1000 Volt aushalten und die Energie ist eigentlich auch kein Problem, solange es halt wirklich so ganz kurze Impulse sind, wie eben vom Einschalten von so einer Leuchtstoffröhre oder weil man mal kurz was anpackt. In beiden Fällen, naja, wir sehen da zwar eine hohe Spannung, aber das ist halt nur ganz kurz, bis das abgeleitet ist, weil der eigene Körper ist halt nur mäßig geladen. Da ist zwar eine Spannung, aber halt nichts dahinter. Und genauso bei diesen Einschaltimpulsen, die sind halt meistens sehr schnell weg, weil die Spule halt auch eine Spule ist und nicht ein Riesending, was irgendwie, was weiß ich, wie viel Energie da rausmacht. Gut, ich suche gerade nochmal Strom, testen wir mal. Ja, und da haben wir die drei. Wie wir sehen, Kondensatoren sind raus, neue sind drin und ich habe es alle mal getestet und bei allen haben wir jetzt eine stabile Schaltung und wenn ich drauf tippe, geht es auch nicht mehr aus. Also es war definitiv das Problem. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass der Hersteller das hätte verhindern können, einfach indem man solche MOFs hier eingebaut hätte. Plus eventuell noch zwei, drei andere Dinge, die für die Lebensdauer und Sicherheit sinnvoll gewesen wären. Zum Beispiel hier drunter den Widerstand gegen zwei Widerstände ersetzen, einfach dass das Voltage Rating passt, weil hier so ist es eigentlich um Überlasten. Pro Einheit das Ding hier plus der Widerstand in Menge ist unter einem Cent. Das wäre also jetzt nicht unbedingt so das große Preisthema gewesen, aber am Ende, es muss halt auch jemand einkaufen, es muss jemand einbauen oder das programmieren. Es sind halt Kleinstbeträge zwar, aber naja, theoretisch kann man sie halt doch rechnen und machen wir uns nichts vor. So ein Hersteller, der hat exakt eine Zahl, die ihn interessiert, nämlich wahrscheinlich ungefähr 2 oder 3 Jahre. So lange muss das Ding halten, danach ist die Garantie rum und das war's. Wir haben halt nun mal die Angabe, dass Unternehmen gewinnorientiert arbeiten müssen und Nachhaltigkeit oder Haltbarkeit von Geräten ist halt eigentlich kein Thema und eher störend. Kann man halt nicht auf dem Konto sehen. Ja, sollte man die Dinger jetzt reparieren? Well, probably nein. Der hier, so ein neuer Kondensator, der kostet zwar in größeren Abnahmemengen, keine Ahnung, 5 Cent, 10 Cent. Also sagen wir mal, wenn man es in Kleinstmenge macht, für 1 bis 2 Euro sollte man auf jeden Fall an das Zeug auch irgendwie drankommen und naja, aufmachen, auslöten ist jetzt nicht die große Kunst. Aber ihr kennt den Spaß ja, wenn man ein Gerät mit Netzspannung macht, da ist eine Menge Sachen, die da abhanden kommen. Die Zertifizierung vom Hersteller passt nicht mehr, weil ihr habt ja jetzt ein anderes Bauteil reingemacht. Hier in dem Fall handelt es sich um Funk. Das heißt, der Hersteller gibt auch noch in seiner Anleitung an, dass die Funkzulassung wegfallen würde. Würde ich jetzt mal einen sehr großen Stern dran machen, denn ich würde meinen Hintern schon fast darauf verwetten, dass die Dinger hier reine Empfänger sind und nicht senden. Dazu kommt aber noch mal ein separates Video. Und ja, allgemein, wenn ihr so eine Reparatur durchführt, seid ihr auch für die Folgen verantwortlich, wenn danach irgendwas schief geht. Zum Beispiel, was ja bei mir aufgefallen ist oder bei mir passiert ist, eventuell kann man es auf der Kamera sehen, bei einer von denen ist mir eine Feder rausgefallen oder sie war halt schon gebrochen und das Ding hat halt keine Kindersicherung mehr. Und wenn jetzt hier ein Kind reinpackt, wäre das halt eher ungünstig. Ne? Das heißt also, wer repariert, ist im Zweifelsfall auch schuld. Und wenn ihr das halt als Privatperson macht, habt ihr auch nicht irgendwie eine Berufshaftpflicht oder irgendwas, was dahinter steht. Und von einem Profi machen lassen, naja, sind wir realistisch. Die Dinger, die haben jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre gehalten. Die haben halt auf dem Papier keinen Wert mehr. Selbst hier diese Bauteile wären eigentlich schon über dem Wert von dem Ding. Und wenn man da noch die Lohnkosten für jemanden, der eine Ausbildung in die Richtung hat, bezahlen muss, es macht halt einfach keinen Sinn. Da ist es günstiger, die Dinger halt wegzuschmeißen und neu zu kaufen. Leider. Wie auch immer, theoretisch könnte man die jetzt wieder einsetzen, auch wenn es halt alles nicht so schön aussieht und wie gesagt mit einem gewissen Risiko verbunden wäre. Aber technisch tut das Ganze auf jeden Fall wieder, was es soll.